In einem Interview am Wochenende haben Sie gesagt, dass Sie es nicht richtig finden, dass Vizeadmiral Kai-Achim Schönbach für seine Äußerungen zum Russland-Ukraine-Konflikt gegangen ist bzw. gehen musste. Ist dem immer noch so und wenn ja, warum? Das ist relativ einfach zu erklären. Er hat die amerikanische Position wiedergegeben und er hat sich keines Dienstvergehens schuldig gemacht. Also gibt es keinen Grund, ihn zu entlassen.